restauratives Yoga, weil Kraft haben wir ja heute schon gebraucht und Balance und alles. Es kommt nochmal ein bisschen etwas für die Zehen. Zehen aufstellen und im Fersensitz. Ich nehme nicht an, dass jemand einen Halux hat in den Kletterschuhen drin. Falls der Fall ist, dass jetzt jemand die Sequenz macht, wo Probleme hat mit dem Halux, kann sich erhöht hinsetzen, je nachdem, wie es geht, auf dieser Höhe oder sonst halt auf einem Stuhl sogar. Das ist auch okay. Also, es geht darum, wir strecken die Sohlen, denen von den Füßen und die Zehen auch noch strecken. Und meine Finger sind immer noch sehr angespannt, darum machen wir jetzt noch einzelne Finger dehnen. Wir dehnen einfach den einzelnen Finger. Ihr könnt schauen, wie es besser für euch passt, mit gestrecktem Arm oder angewinkeltem Arm. Wenn wir nicht so viel Zeit haben, was eigentlich schade ist, können wir auch zwei Finger miteinander nehmen. Und wir machen jetzt mal einen und den anderen. Und zwar geht es ja bis rein in die Unterarme. In den Finger selber hat es ja eigentlich vor allem Sehnen und Bänder und die Muskeln kommen weiter unten dazu. Nehmt euer Wissen, alles das, was ihr wisst, in der Vorstellung dazu. Und so ist es viel, viel effektiver. Also je mehr in die Tiefe, dass ihr gehen könnt, dass ihr auch vorstellen, zum Beispiel Blutadern. Blutadern werden ja da auch gestreckt, oder? Die Nerven. Alles, was man sich vorstellen kann, hilft zum besser visualisieren und besser spüren. Genau. Die Finger, Massage. Machen wir kurz. Einfach die Finger hin und her bewegen. Aufschieben. Kurz, liebevoll Achtsamkeit für unsere lieben Finger, die uns heute so schön am Stein festgehalten haben. Eindrücklich. Und wahrnehmen. Lymphen noch ein bisschen anregen. Wie sich die Finger jetzt anfühlen. Immer noch müde. Aber anders. Vergleichen, beide Seiten vergleichen. Da fühlt es sich doch schon beschwingter an als auf dieser Seite. Denn man merkt auch die Verbindung, die wirklich bis da oben geht. Kleine Finger. Ringfinger. Mittelfinger. Kann man auch zwischendurch mal machen. Zeigefinger. Daumen. Und eben wie gesagt, wenn man jetzt weniger Zeit hat, kann man auch Finger zählen. Kleine Massage, Fingerwehre zur Handwurzel. Rundbänder, je nach Griffkraft, Stabilität.
strapaziert oder weniger strapaziert. Genau. Lymphe. Lymphbahn anlegen. So, wow. Man kann sich gut vorstellen, als würde man Händchen anlegen, aber jetzt ist es super. Dann, Füße, können wir die Zehen noch bewegen? Schön, wenn wir sie noch bewegen können. Rücken. Kuh, Katze, Füße können wir Zehen aufgestellt haben oder ablegen. Handgelenk, Ellbogen, Schultern, eine Linie und dann kreisen wir. Knie können auch ein bisschen breiter sein. Es soll ja unser Körper wieder regenerieren, anregen, um sich zu entspannen. Und beim nächsten Mal, wenn wir hier oben sind, bleiben wir nehmend unsere linke Hand ohne durch, stützend die Schultern ab, drückend. Mit den Fingern in einen tieferen Twist. Nehmt wahr, Dehnung bei den Schultern, im hinteren Bereich, im Rücken oben. Wenn wir möchten, noch mehr Dehnung. Das gegenüberliegende Bein strecke ich aus und lasse aber die Hüfte absinken. So habe ich noch eine Gegenrotation. Wenn ich gut stabil bin, kann ich auch da die Hand noch öffnen, nach hinten nehmen. Mmh, wie schön. Lange Nackenpalten und schnaufen. Man kann auch die Hand hinten durchnehmen, auf den unteren, auf das Bein hineinschlaufen und Schultern öffnen. Genau, twisten. Öffnen. Regt Stoffwechsel an. Entschlackung. Und schnaufen. Noch einmal tief einschnaufen. Und wieder das Ganze rückwärts machen. Arm lösen. Bein strecken. Finger am Boden. Knie zurück. Arme durch, sachte, vier Füßer, kleinen Moment schauen, bis die Wirbelsäule sich wieder eingemittelt hat und dann der linke Arm auf die andere Seite, kurz nach oben und absetzen, einfach zum Wahrnehmen, was passiert, wenn ich den Arm auf die andere Seite tue. Jetzt kommen wir mit dem rechten Arm unten durch. Schläfen ablegen, Stirn ablegen, Finger aufsetzen. Und in die Schultern wegziehen. Linke Bein ausstrecken. Absinken lassen. Und sofort merkst du, dass es mehr twistet durch das. Und dann kommt noch der Arm nach oben. Die Hüfte sinken lassen. Reindrücken. Dehnung spüren bei den Schultern. Schau nach hinten auf deine Finger. Und wenn du möchtest, kannst du auch unten durchschlaufen. Oberschenkel einhängen. Es sollte einfach noch einen Twist geben, nicht vor lauter Zirkuskunststück nachher kein Stretch mehr. Also hier noch die Schulter öffnen. Oh, wie fein, wie fein. Am besten einspannen. Einschnaufen, ausschnaufen. Arm zurücknehmen, Fuß zurücknehmen. Vier Füße. Und von da aus, sobald sich die Wirbelsäule wieder angepasst hat
oder wieder zurück eingemietet hat. Der rechte Arm, richtig Decke. Zum Wahrnehmen. Wie fühlt sich das da an? Schön. Wir kommen mit den Armen, mit den Händen nach vorne. Und kommen in eine Child Pose. Child's Pose als erstes. Strecken die Arme nach vorne und schauen, dass die Oberarme ausgedreht sind. Beobachten, was passiert, wenn die Arme eingedreht sind. Oder wenn sie ausgedreht sind, kommt das Schulterblatt mehr an den Brustkorb. Oberarme ausgedreht, Unterarme eingedreht, Hände am Boden. Stirn am Boden. Und Finger bis nach vorne. Schöner Stretch beim Rücken. Nacken entspannen. Zum Dehnung intensivieren. Können wir ein oder zwei Blöcke nehmen. Abstand so, dass es eine Dehnung gibt. Und sinken lang. Gerne auch ausprobieren, wie die Handposition noch mehr Dehnung im Rücken, noch mehr Dehnung in der Latissimus da hervorrufen. Oder wer noch ein bisschen intensiver möchte. Schön sinken lassen. Und einen Moment da bleiben. Nacken entspannt. Lang. In den Bauch schnaufen. Wenn es nicht geht, zum Tüften so tief halten, in der Kindspose, kann man auch weiter oben sein. Wenn der Bauch zu gross ist zwischen ihnen, kann man die Knie mehr auseinandernehmen. Und da sind wir ja eigentlich schon in einer Vorbeuge, die wir jetzt langsam auflösen. Dann kommen die Knie rauf. Jetzt eben kommen wir aufgestellt und wir laufen mit den Händen nach vorne. Und wenn wir nicht mehr weiter führen können, dann senken wir auch wieder die Oberarme ausrotiert nach unten. Das Brustbein Richtung Boden, Brustkorb Richtung Boden. Rückbeuge. Gut schnaufen. Und dann langsam wieder nach oben kommen. Kurz wahrnehmen, wie fühlt sich jetzt der Nacken an, wie fühlt sich die Brustwirbelsäule an. Und wunderbar, mit den Fingern laufen wir zurück. So weit wie es geht. Oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Einfach immer nur das machen, wo du das Gefühl hast, doch, das tut mir gut. Nicht forcieren, sondern einfach nur das dir nehmen, was dir gut tut. Gut schnaufen. Ich glaube,
nicht zu annehmen, es sich anfühlt und so leicht hin und her gehst, als wäre es so ein Fluss. Ich lasse da jetzt Blut an der Nervenbahn, Sehnenbänder, alles Lebendige war, wo deinen Körper ausmacht. Und dann langsam wieder zurückgehen. Sollte ich dir nicht zu fest in den Handgelenk Schmerzen bereiten. Und dann noch die Hand rücken am Boden. Innenseite von den Armen nach vorne. Und die Rückseite an den. Nacken immer noch locker behalten. Und dann die Hände zurück. Von hier aus nehmen wir die Hände ein bisschen weiter führen und kommen in eine Brettposition oder eine Plank. Auch hier wieder Handgelenk, Ellbogen und Schultern übereinander. Wir drücken die Fersen zurück und jetzt kommen wir nach vorne und rollend über die Zehen. Ah, da muss ich den Abstand ein bisschen verändern, damit ich vorne komme. Über die Zehen und zurück. Über die Zehen nach vorne. Und zurück. Immer in der Brettposition. Über die Zehen und zurück. Je nach Druckstellung, macht das ein bisschen weh. Aber noch einmal machen wir es nach vorne und zurück. Und von da aus drücken wir uns in den Hund, der nach unten schaut. Oh, wie schön angenehm. Laufend Fersen. Richtig Boden. Und Oberarme ausrotiert, Schulterblätter am Brustkorb, Hände drücken. Und wir gehen auf die Zehen auf und setzen die Fersen ab. Auf die Zehen, Knie bügeln und ab. Genau. Wenn es knackt, ist gut. Dann sind wir noch knackig. Und wir gehen mal durch den Flow und zwar Vinyasa kommen wir vor in ein Brett, geht runter und da tun wir die Knie platzieren. Ellbogen eng am Brustkorb, runter. Lassen wir uns sinken, bis wir unten sind. Zehen ablegen. Von da mit der unteren Rückenmuskulatur schweben wir nach oben. Der Gluteus wird so wenig aktiviert, wie es geht. So müssen wir mit diesen Muskeln hier unten arbeiten. Schultern zurück. Blick nach vorne. Nacken sollte keine grosse Falten kriegen. Die Füße können leicht auseinander sein. Einschnaufen, ausschnaufen. Gehen wir über die Knie zurück. In den Hund und nach unten schauen. Schnaufen. Und gerade noch einmal. Wir kommen vorne ins Brett. Jetzt können wir uns auch runter sinken lassen. Liegestütz und in einen Hund, der nach oben schaut, wenn es passt. Und sonst gehen wir wieder in die Cobra. Auch im Hund, der nach oben schaut, sollte das Gesäß möglichst entspannt sein. Schultern zurück, Blick nach oben und Nacken nicht. Lange Nacken behalten, nicht Falten nach dem Nacken. Einschnaufen, ausschnaufen, zurück über die Zehen. Und wenn nach unten schaut, laufen. Können wir auch auf die Seite, strecken. Schön strecken, Flanken dehnen, bis rauf. Und dann, wenn wir einen Block haben und einen Wind brauchen, nehmen wir den Block. Sonst bleiben wir unten, strecken wir das Bein nach oben und setzen es vorne zwischen die Hände. Wir kommen in meine Lieblingspose, nämlich der Drache vom Yin Yoga. Der Fuß
andere raus, zur rechten Seite vom Matte. Und wir öffnen das erste Mal die Hüfte hier. So was. Ein leicht vor und zurück. Dann lösen wir mal unsere Hände. Schauen, können wir dort die Spannung aufbauen, dass wir uns heben können. Und dann sinken wir entweder mit den Ellbogen am Boden, wenn es geht. Sonst platzieren wir das Knie, ist beides sehr wohlig. Und schauen mal, wo wir da noch ein bisschen öffnen können. Hinspannen, da Liste öffnen. Und dann setzen wir das hintere Bein ab, das Knie ab. Kommen wir rauf in den hochfliegenden Drachen. Schauen, der vordere Oberarmbeinstachel vom hinteren Bein kommt nach vorne. Dann tauschen wir die linke Hand auf das rechte Knie, die rechte Hand auf die Aussenseite vom linken Bein. Öffnen die Schulter, kommen wir nochmal in einen Twist, schauen über die Schulter. Wenn wir uns stabil fühlen, lösen wir die linke Hand nach oben. Balance. Und langsam linke Hand wieder aufs Knie. Rechte Hand nach vorne nehmen. Und Seite wechseln. Das hintere Bein strecken. Nochmal schön in die Liste, schön öffnen. Und das Bein zurücknehmen. Zum die andere Seite machen, gehen wir durch den Flow. Entweder Knie am Boden oder mit der Liegestütze. Knie am Boden in Cobra, Liegestütze in Hund, wo nach oben läuft. Und zurück in den Hund, der nach unten läuft. Gut schnaufen, strecken, 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 strecken. Und dann das linke Bein, dreibeiniger Hund. Zwischen die Hände. Liste öffnen. Linker Fuß zum linken Mattenrand. Schön drücken. Fersen drücken. Öffnen. Schauen, wie fühlt sich das Bein auf dieser Seite an. Kann ja sein, dass es sich nicht gleich anfühlt. Auch da wieder. Nur so weit gehen, wie es für dich angenehm ist. Wenn du möchtest, anstatt auf die Ellenbogen, auf die Blöcke gehen, ist das sehr, sehr willkommen. Das geht sehr gut. Oder man kann vielleicht mit der Zeit, wenn man loslässt, kann man tiefer absinken. Einfach warten. Balance ist deine Variante vom Drachen. Mit den Fersen drücken. Wahrnehmen. Wo drückt es mehr? Wo zieht es mehr? Und dann können wir rauf, Knie absetzen. Schön da. Hüfte nach vorne. Linker Arm. Jetzt bin ich schon schnell, habe ich eins ausgelassen. Eigentlich meinte ich noch den Test, wie stabil wir da Balance halten können. Arme nach vorne. Fersen nach hinten, Hüfte nach unten fallen lassen. Und nochmal das Knie absetzen. Rechte Hand aufs linke Knie, linke Hand nach hinten, Schulter zurückziehen, schnaufen, Balance finden. Wenn du Balance gefunden hast, schön lang bleiben. Und lösen. Das Interessante daran ist ja, dass jeder, der vorne da vormacht,
auch immer noch so seine Baustellen hat. Dort, wo das Potenzial noch ist, wo man noch ein bisschen mehr üben kann. Und manchmal fällt es einem wieder mal auf. Nur durch irgendwas kommt man dann drauf, dass man ja noch viel mehr Potenzial hat. Wir gehen nochmal durch den Flow. Entweder Knie-Variante, Knie am Boden in die Cobra. Oder Variante Liegestütz in den Hund, der nach oben geht. Liegestütz geht nur bis Höhe. Brust führen und Schultern zurück. Gesäß entspannen. Nach oben lagen. Und von da aus zurück in den Hund, der nach unten geht. Schnaufen. Wir nehmen das Knie zwischen die Hände für die Taube. Je nachdem, wie viel Beweglichkeit ihr da habt, könnt ihr das Bein weiterführen nehmen. Man könnte es bis zu Grad führen nehmen, aber das ist jetzt noch nicht so bei mir die Stärke. Hinterbein ist lang, die hintere, also der vordere Oberarmstachel vom hinteren Bein kommt nach vorne. Zuerst kommen wir nach oben, öffnen die Leiste, sowas, und dann senken wir uns nach vorne. Auf den Block, auf Hände zu Fessli oder abgeleitete Hände. Gut schnaufen. Dehnung kann da hinten sein. Je nachdem, wo wir unsere Verhaltensmuster haben, können wir natürlich in verschiedene Bereiche hinein, wo der Tonus hoch ist und wir versuchen den Tonus ein bisschen zu senken, ein bisschen loszulassen. Der vordere Oberarmstachel vom Hinterbein sinkt Richtung Boden und der Sitzhöcker vom angewinkelten Bein geht richtig nach hinten. Wir können auch die Stirn am Boden ablegen, Arme nach vorne ausstrecken. Unsere Variante. Dann schlummer ein. Kann man auch noch länger da bleiben. Und lösen das Bein. Können wir gut in den Hund laufen an Ort und Stelle. Und dann nehmen wir das linke Bein zwischen den Händen. Strecken das rechte nach hinten. Vordere obere Armbeinstachel mehr nach vorne als nach hinten ausrichten. Das Bein dort, wo man könnt, und aus dem Becken rausziehen oder aufrichten. Brustbein nach oben. Schultern können wir locker lassen. Lange Nacken einschnaufen und ausschnaufen, nach vorne sinken. Wahrnehmen, wie es sich auf dieser Seite anfühlt. Entweder auf den Block kommen oder auf die Fessli oder ablegen. Der Atem geht bis ins Becken. Wir nehmen wahr. Dann schieben wir das Brustbein wieder nach vorne, kommen nach oben. Jetzt
sich immer noch gerne einmal lang. Und dann lösen wir aus dieser Position. Ist mir natürlich bewusst, dass ihr alle sehr beweglich sind hier in der Hüfte. Wenn jetzt für jemand die Taube nicht so angenehm ist, hätte ich netterweise auch vorher sagen können, aber ich sage es wenigstens jetzt, könnte man den Fuß anwinkeln und Nadelöhr mit den Händen unten durchschlaufen. Sanftere Variante wäre Oberschenkel. Eine intensivere Variante wäre am Knie fassen. So kann man sich auch gut hinschaffen auf die Taubenpose und wir ziehen das Knie Richtung Bauch und das Kreuz bleibt am Boden. Kiefer entspannen, Atmung fließt. Mach es jetzt nicht so lang. Zeige noch die andere Seite. Lösen. Scheibe wischen. Und das linke Bein auf den rechten Oberschenkel ablegen. Wem das schon genügt von Intensität, der kann auch da bleiben. Sonst intensiver wäre ich. Und den Oberschenkel greifen. Wahrnehmen, wo spannt es, wo fühlt es sich wärmer an, kälter. Oder, um es ein bisschen intensivieren, den Unterschenkel greifen, auf höhere Knie. Und auch da ist es nicht überall gleich und schon gar nicht auf beiden Seiten gleich. Einfach wahrnehmen, wie fühlt es sich an, ohne Werte. Je nachdem, was für Zeug du heute gemacht hast, ist ja klar, dass die Muskeln strenger gehabt haben. Wenn du einen dynamischen Sitzstand gehabt hast, explosiv. Und dann langsam lösen. Nochmal Scheiben wischen. Wenn du jetzt auf dem Rücken bist, kannst du gut ein bisschen schaukeln. Und was ich eben zum Abschluss noch gerne möchte, Innenseite. Sitze so her, wie es für dich passt. Gerade heute muss auch nicht ein voller Spagat sein. Und dann schaust du Oberschenkel zurück, laufst mit den Händen so weit führen, wie es für dich angenehm ist. Dehnung auf der Innenseite der Oberschenkel. Wenn du merkst, Dehnung lässt nach, kannst du auch die Position ändern. Dann kannst du gut den Block hier zur Hilfe nehmen. Was man auch könnte, ist hier schön vorne schieben. Mit den Muskeln dagegen heben. Aufkommen. Oder wenn du mehr Lust hast auf jede Variante, das machen, dann kommst du so führen, so weit wie es einen leichten Zug gibt und dann lässt du dich einfach absinken und lässt alles los.
gehst in die Dehnung mit der Aufmerksamkeit. Nimmst wahr, was passiert. Und lass los. Was passiert darf, passiert. Was passieren soll, passiert. Und was du willst, das passiert ganz sicher nicht. Ist auch tröstlich. Einfach nicht forcieren. So weit gehen. Als kleine Variante könnten wir noch eine Sitzbeuge einbauen. Wo habe ich meinen Gurt? Die eine könnte wahrscheinlich den grossen Zeber locker heben. Die andere nehmen das Hilfsmittel. Seite öffnen und wenn es geht, sollte dann der Sitzhöcker auf der anderen Seite schön am Boden bleiben. Spitzfindigkeit aber noch wichtig, finde ich. Schön öffnen. Das dehnt auch die seitliche Muskulatur. Und wenn die Dehnung nachlässt, oder der Tonus sinkt, kannst du nachfassen und schön schnupfen. Genau, ruhig ein bisschen in der Pose drin bleiben, dass sich das Gewebe kann überhaupt anpassen kann. Man sagt ja mindestens 3 Minuten in so einer restaurativen Pose sollte bleiben, dass die Faszien sich restrukturieren oder entkleben oder wie auch immer langsam lösen, einschnuppern. Wahrnehmen, wie fühlt es sich an auf dieser Seite? Als ich gedehnt habe, jetzt fühle ich mich total schäbs. Da wäre ich ganz klein und da wäre ich schön gross. Dann schlaufe ich da meinen Gurt auf der anderen Seite drum. Nehme den Arm oben durch und schaue, dass der Sitzhöcker wieder da am Boden bleibt. Und öffne. Ich kann natürlich da hinten gut zum Anfang auch Block hinher tun und einfach mal auf dieser Höhe anfangen. Oder schön in die Länge denken, schön der obere Beckenkamm von der Rippe wegziehen und schnaufen. Schnaufen dort hin, wo es sich eng anfühlt. Schön wahrnehmen. Wie fühlt es sich an? Wo hebe ich noch? Wo es eigentlich gar nicht müsste sein, dass ich hebe. Schön. Tief schnaufen, bis ins Becken. Nachfassen, wenn du merkst, aha, es lädt noch. Und dann langsam einschnuppern. Lösen. Eins ums andere. Zusammennehmen. Oh, da bietet sich noch etwas Schönes an. Kleiner Schmetterlingsflug zum Abschluss. Hüftgelenk lockern. Abstand von den Füßen zum Schambein. Könnt ihr selber entscheiden, wie ihr wollt, was euch angenehmer ist.
soll ja jetzt entspannend sein für am Abend. Man kann auch ein bisschen Druck drauf geben. Einfach sanft die Richtung angeben. Für mich ist meistens unter den Füßen ist es so unangenehm, da kannst du auch Füße drunter tun. Kannst du auf beide Seiten abdrücken oder da vorne heben und mit den Ellbogen abdrücken. Einfach sachte dehnen und beobachten, wo kann ich loslassen, wo tut es mir gut. Langsam lösen, wenn du die gleiche Variante machst wie und dann auf der anderen Seite. Nimm deine Hände hinter dir, komm auf den Tisch. Auch hier wieder das Gesäß möglichst entspannt. So. Und dann absetzen. Langsam auf den Rücken legen. Wenn du möchtest, kannst du unter das Becken einen Block nehmen. Beine nach oben oder du kannst auch überhaupt an die Wand, wie Parita Karani an der Wand, mit Beinen entspannen. Das Blut fließt Richtung Herz. Herz entlastend. Mach deine Augen zu und nimm wahr, wie deine Beine mehr und mehr entspannend noch einen tiefen Atemzug ins Becken. Und dann nimmst du entweder eins bei dem anderen oder beide Beine nach unten. Winkel deine Beine an, greif auf die Aussenseite. Happy Baby. Baby kann mit seinen Beinen spielen. Kannst auch deine Finger zwischen deine Zehbeine quetschen. Auf beiden Seiten Zipper nennt man das. Zipper, Finger und Zeben. Wenn es geht, rein zippen. Und dann nochmal bewegen. Genau, nochmal bewegen. So nimmt man auch wahr, wie eigentlich so eine Bewegung bis in die Zeben geht. Die Hüftbewegung, die bis in die Zeben rein. Gott, ja. Happy Baby. Einfach mit deinen Beinen. Wenn das nicht geht, dann hebst du einfach an den